Ich war 2006 für 4 Wochen in Bolivien. Habe dort einen Bruder besucht, der selber über die Heiligen Missionare Matz gemacht hat. Und mir hat es dann dort so gut gefallen, dass ich gesagt habe, sowas will ich auch machen. Weil es sehr schön ist, neue Erfahrungen zu sammeln und auch gerade jetzt nach der Schule dann nochmal näher ins Ausland gehen. Und auch gerade dieser religiöse Aspekt interessiert mich halt total. Die Gottesdienste halt nochmal ganz anders erleben, Kirche anders erleben. Also zuerst habe ich ja eh überlegt, was ich nach dem Abi machen will, ob Zivildienst oder wie. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich auf jeden Fall Entwicklungshilfe machen will. Hatte aber noch nicht die konkrete Vorstellung. Und dann habe ich gerade einen Kumpel von meinem Bruder, der hat das ja auch über die Steiler Missionare gemacht. Und dann bin ich so zu den Steilern gekommen. Und bei mir stand halt die Entwicklungshilfe und den Menschen helfen zuerst mal im Vordergrund. Allerdings, als ich dann noch länger drüber nachgedacht habe, kam dann immer mehr raus, dass ich es auch für mich mache, dass ich praktisch mich in meinem Glauben festigen will und auch mich selber entwickeln will und vielleicht auch Sachen hinter mir lassen will.